Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Lara, wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Eine zweite Gruppe, die der Hauptschar der Pilger mit wenigen Tagen Abstand folgte, berichtete von merkwürdigen Ereignissen auf ihrem Weg. Die Tiere waren wilder geworden und der Dschungel gefährlicher. Die Bäume und Reben wurden knorrig und brachten Dornen hervor, so lang wie die Finger eines Mannes und scharf wie Klingen. Das ist Xipetotec, der aztekische Gott des Kreislaufs des Lebens, des Todes und der Wiedergeburt in all ihren Formen, einschließlich Ackerbau, allgemeiner Vegetation, Aufständen und Hautkrankheiten. Er zog sich selbst die Haut ab, um sein Volk zu ernähren und wird meist mit einem Gewand aus Menschenhaut dargestellt. Seine Selbsthäutung könnte der Grund dafür sein, dass er in den meisten Darstellungen verschiedenfarbige Streifen trägt, die vorwiegend gelb sind, aber auch Rot- und Brauntöne enthalten. Die Anhänger Xipetoteks trugen die Haut ihrer Gefangenen 20 Tage lang und bewahrten sie dann wegen ihrer heilenden Wirkung weiter auf.
Die Würdigen sollen der roten Göttin geopfert werden, der Göttin des abnehmenden Mondes und des zunehmenden Mondes, der Großmutter aller, ihr, die Leben nimmt und Leben schenkt. Der Wagen kippt um, wenn ich ihn reinziehe. Jonah. Ja, ich höre dich. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami, ein Sturm, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet.
Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chels Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Laura, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Darauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell! Sie sind unterwegs. Wer? Dr. Dominguez und vier Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Dann beginnt die Belagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Wie läuft's mit der Pumpe? Antworte endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Komm und hilf mir mit der Beleuchtung. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht, aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Ich hab hier vielleicht was. Ich sehe mich mal um. Vorposten, ich hab hier was. Melde mich wieder. So gut. Mehr. Hier ist Gamma nieder. Operation Blackout abgeschlossen. Keine Zeugen. Städte gesichert. Ich muss schnell sein. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizeifunk ab. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeldet werden. Rook und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Soll das ein Witz sein? Halt sich doch, Herr Sicher! Und wir müssen uns bereit halten! Bericht über weitere Schüsse bestätigen. Hört ihr mich? Das kannst du noch besser! Du und...
Angriff! Dominguez will sie lebend! Sie tötet unsere Leute! Scheiße! Verstanden! Ziel gesichtet! Ich umgehe sie! Helikopter-Team! Hoffentlich waren das alle. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Stopp! Tut dir nichts. Lara Croft. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Schlüssel von Chakchel. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von Xchel? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Gott. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst.
Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Die Säuberung hat begonnen. Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Thank you.
Ich habe mir Sorgen gemacht. Es ist schiefgegangen. Schlimmer noch. Was meinst du? Dominguez. Er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagt, er will Sünde und Schwäche ausrotten. Ein Mann wie er, wir müssen ihn aufhalten. Ich bin an allem schuld. Wir finden einen Weg, okay? Versprochen. Nein, 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 nein. Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay, aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Nicht, wenn er die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Ich muss diesen Menschen helfen. Dann besorge ich ein Flugzeug. Ich denke, dass wir nach einem Vulkan Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet... Verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frage mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Hey, da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist das? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Miguel, kannst du irgendwo lang? Ja, ich kann euch bei Kovac Jakob absetzen. Dann los.
jemand? Hallo? Jemand da? Das könnte ich gebrauchen. Wo sind sie? Ich muss sie finden. Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Hier muss jemand sein. Hallo? Jonah! Miguel! Hört mich jemand? Wo seid ihr? Das ist das Logbuch unseres Flugzeugs. Miguel hatte sich Notizen über die langfristige Wettervorhersage gemacht. Die nächsten 3 Tage sollten heiß und trocken werden, mit Höchstwerten um die 30 Grad, klarem Himmel und wenn überhaupt nur leichtem Regen. Angesichts seiner restlichen Einträge hätte Miguel uns niemals hergeflogen, wenn die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unwetters bei über 50% gelegen hätte. Aber es waren keine Unwetter vorhergesagt, geschweige denn schwere. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde.